So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hellelus. Heute mit mir, dem Crusader, auf dem wunderschönen Hill 400. Heute unterwegs mit HDD. Es ist mitten in der Nacht. 24 Uhr haben wir an einem Mittwochabend. Ich nehme gerade auf für den Freitag, weil ich immer so ein bisschen was auf Reserve aufnehme. Und wenn euch das Ganze hier gefällt, dann lasst doch bitte ein Like oder ein Abo da. Für nächstes Wochenende Sonntag ist eigentlich ein Stream angedacht. Ich hoffe, das kann ich so einhalten. Der kommt aber erst später. Ich habe Ferien und ich weiß nicht, wann ich meine Tochter ins Bett kriege. Ich werde meine Freundin versuchen, dazu zu überreden, 8 Uhr streamen zu können, aber ist wie es ist. Wird schwierig mit den Zeiten und dem Baby. Und für Sonntag denke ich den an, wenn ihr Sonntagabend da sein solltet. Dann schaltet doch einfach einmal kurz rein, falls ich online bin. Aber auch wirklich nur falls. Nicht garantiert. Ich kann es nicht garantiert, das Baby. Oh, hinter mir. Scheiße, Alter. Ich schieß so ungern daneben. Nein, der hat jetzt gefunden. Mist. Ja, ich musste den einen Typen messen. Ich habe zwar schon gemerkt, dass ich da beschossen werde, aber es war einfach zu köstlich, da nochmal einen reinzuwirken. Aber ich habe so hart viel jetzt daneben geschossen. Es ist so unangenehm, wenn man so hart daneben schießt. Ich hätte wahrscheinlich 16 Kills haben können, statt jetzt nur 8. Sehr schön, wir müssen aber von hinten trotzdem wieder neu ran. Roger, Roger. Please kill it. Okay. Commander im Supply Truck hier tot. Mit einer Schraubstraße. So, wir müssen neu angreifen. Leider der Tatsache geschuldet, dass der Gegner zuerst den dritten Cap eingenommen hat. Aber dann können wir noch mehr Zeit auf dieser wunderschönen Karte hier verbringen. Und ich bin hier so gerne. Ich hoffe, diese Karte hält. Normalerweise geht die mal relativ schnell für die eine oder die andere Seite durch. Aber ich hoffe, das hält sich hier so ein bisschen. Das wäre super. Ich weiß, dass rechts von mir auf jeden Fall einer kommen muss. Stuart fährt bei mir. Beim Außenposten. Meine Steps auch gehört. Wop, war der schnell, ey. Hui, hat er mich jetzt schnell gesehen. Ach du Scheiße, damit habe ich nicht gerechnet. Okay, das war ein ganz fixer. Ich dachte, da hätte ich 1000 Jahre Zeit, aber der war so fix. Heilige Scheiße. Was habe ich denn hier für ein Ping auf dem Server? 88er Ping, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Es ist unter 100 Millisekunden Ping, ist es eigentlich gut.
Ja, die haben sie rausgenommen, das ist schon mal ganz gut. Oh, das sieht hier links nicht gut aus. Junge, hab ich den lange nicht. Oh nein, von rechts. Oh Gott, ich hab die so lange nicht wahrgenommen. Jetzt renne ich wieder die ganze Strecke. Hätte ich mir mal eine OP vorgezogen. Aber habe ich nicht. Das heißt, ich laufe wieder. Dumm. Richtig dumm. Und der Panzer steht auch noch nah bei uns. Ich renne jetzt einfach straight on zum Punkt. Guck mir das mal an, wie der Laufweg da ist. Und habe ich die ganze Zeit geflankt. Das war oder ist meistens gar nicht mal so gut. Nicht auf der Karte hier. Geschwindigkeit ist doch sehr wichtig bei dem Game. Und ich bin oftmals zu langsam. Also mehr Tempo reinlegen und ein bisschen schneller zum Hardcap rennen. Auf jeden Fall so weit vorne, wie meine grünen Punkte auf der Karte sind, ohne dass sie umkippen. Und da kann ich. OP ist hot. Gegner am OP. Zwei Leute sind pink. What the fuck? Junge, was war denn das? Die Artishell hittet genau in dem Moment auf diesem Punkt da. Krass. Das, obwohl ich gerade jemanden verfolge und gar nicht in die obvious Richtung laufe. Krasse Scheiße. Hinten werden wir auch gleich angekippt. Das kann jetzt schon übel werden. Ach, shit. Gerade gesehen. Gut, da liegen eigentlich viel zu viele. Da komme ich sehr schlecht rum. Front? Direkt in die Front rein? Das ist immer noch eine... Oder irgendwo da beim Stacheldraht. Damit rechnen sie auch noch nicht. Gehen wir hier links lang. Hier wird vom Panzer angeguckt, deswegen geht er hier gerade ganz gut. Okay.
Wir haben überall Gegner. Ja. Rein. Das wäre auf jeden Fall schön gewesen. 7, 14, 21, das sind 3. Is it possible for squads to mark the point where they think the squads are? Aber ich glaube, ich muss nach hinten gehen. Nö, muss ich noch nicht. Gary down on point, Gary down on point, hell for 100. Inside the bunker. Die haben wohl in dem Bunker ihre Garni stehen. Die haben wenig Leute auf Kreuzung. Ganz, ganz wenige. So, ich zeige euch gleich mal einen kleinen Trick, der mir im Comp auch immer viel weiter geholfen hat. Und zwar, wenn man hier nicht reinkommt, der OP ist ready mit Cooldown, dann kann man den OP hier beim Holz einfach durchstellen. Der ist ready vom Cooldown her, das ist schon mal gut. Sucht ihr euch eine Stelle, die gut ist, ihr dürft natürlich nicht alle nehmen, baut ihr den hier auf die andere Seite. Jetzt müsste man meinen, dass der den OP rausnehmen könnte. Die Frage ist, ob das macht. Das ist wahrscheinlich nicht, was ich da gerade getan habe. Man kann dann da drinnen spawnen. Das nimmt einem so ein bisschen das Problem der sehr engen Eingänge. Das ist so ein kleiner Trick, den ich einfach komplett mitgenommen habe, wo man hier gut mit arbeiten kann, damit man die OPs hier reinkriegt und angreifen kann. So, jetzt Cap Race. Ja, so geht's auch. Das ist ja nicht sauber. Durch den OP, den ich da durchgesetzt habe, konnten wir das jetzt sehr, sehr easy cappen, weil ihr halt die Möglichkeit habt, jetzt in diesem Bereich zu spawnen und sonst einfach immer irgendwie komisch außen rumlaufen müsst. Das müsst ihr jetzt halt nicht. Das ist halt eigentlich extrem unfair, auf der anderen Seite halt auch extrem geil.
I will build a garrison for you guys. Supplies are too close by for Gary. I have a point, I build it. Gary up. Bitte sag nicht, dass die HIs da hinten geschmissen haben, da steht ja keiner mehr. Nee, raus. Junge, er schießt einfach auf alles mit seinem Panzer raus. Lebt noch. Einer tot. Ah, ich weiß nicht, wie viel da. Eigentlich kamen die ganzen Leute jetzt aus Richtung Kirchig. Und so, er hat the air and the point is hot, so there's enemy still left. Gegner auf Ping oder was ist da? Den hab ich da. Boah, ich renne jetzt nicht mehr in die Richtung, da kommt mir zu wenig dann. Theoretisch gesehen, wenn ich das Spiel jetzt in die Länge ziehen wollen würde, würde ich einfach sagen, wir deffen hinten oder würde ich hier hinten irgendwo im Wald rumlungern, wo ich jetzt aktuell rumlungere. Aber ich will ein bisschen näher ran, ich will ein bisschen Action. Solche OPs, die man durch so ein Stacheldraht durchsetzen kann, haben echt schon ihre Vorteile. Oh, beim Bunker ist immer noch ein Shotgun, ne? Am OP ist auch was. Tank am OP. Will ich sterben. Okay, hat er gerade von einem gekriegt. Jetzt ziehen wir den OP vor. Ja. Bei Pico fährt weiter Richtung Süden. Gerade eine Atela erwischt. Heavy Tank fährt hier die Straße auf Enemy Tank Mark. Ja, lass der Zeit. Klingt auf jeden Fall wie ein Heavy, der langsam fährt, aber man kann auch noch Flash anbringen. Der ist stuck, kommt auf meine Seite, der schießt uns gegen die Wand. Gut gemacht. Im Haus ist einer bei mir.
Den kann ich satchel. Oder so. Panzer fährt vorne, damit er uns nicht umbringt. Sehr freundlich von ihm. Panzer ist matsch. Hier ist noch ein Tank, oder? Ist noch eine Tank-Audio? Ah, alles klar. Die Schaufel soll sehr gut sein gegen den. Ja, Mann! Ich. Einer tot! Ich schaufel nochmal. Ja, der andere dreht seine Gun. Einfach mal weiter schaufeln. Der will gegen das Haus hinter sich feuern. Such dir einfach mal Munition. Er dreht, er schießt nicht aufs Haus, er dreht einfach seinen Turm weiterhin im Kreis. Komm, ich will ihm mal die Möglichkeit geben, dass er auf mich schießt. Ich renne jetzt mal einfach vor ihm vorbei und hüpfe hier. So. Ich bin einfach mal in sein Visier gesprungen. Ich mach's einfach normal. Ja, Trims, lass mal die Rakete daran. Oh, er kriegt mich, wenn du dich schnell nachlädst. Bleib immer ganz kurz vor seinem Visier stehen. Immer ganz kurz. Geil, danke. Panzerfahrer war komplett überfordert. Oh ja. Na dann gehen wir wieder zurück. Wir haben zu viel mit dem Panzer hier rumgespielt. We need more support on Hill 400 or we will lose this. Yeah, we need people in the hard cap, we are too few there. Too low, too weak. Go back, guys, go back. So, wieder zurück in die Death. So wie man es kennt. Zeit 59 bei 38 Kills. Ja, Durchschnitt für mich, würde ich sagen. Bei einer guten Runde mehr oder weniger. Ah, wir verlieren direkt den nächsten. We need the guys in the back line or we lose the next point. Oh, jetzt cappen sie, jetzt machen sie den Hardcap. We need support in the defense, please. Everybody respawn. Everybody's in hell, sorry. Ich sorge hier gerade auch echt für Panik und für Menschen, damit die nach hinten gehen. Unless the squad leaders pass the messages on, they won't respawn. Alter, da liegt noch einer, Wahnsinn. Enemy garrison exact on my mark. Guck ganz schnell. Das war
Wer baust du? Ich möchte die Beiche auch. Ich war leicht jetzt einmal. Powerpoint. Ist die Garni noch aktiv? Okay, sehr gut. Wieder einer erwischt. Ah, aber das sind gute Jagdserien hier, die ich habe. Das ist wirklich mit Abstand meine Lieblingsmap. Also Hill 400 ist so eine geile Karte. Die macht so Bock. Es sieht dich keiner. Du sitzt in diesem Wald. Du freust dich einfach nur, weil du halt ein verdammter Geist bist. Und das ist einfach nur schön. Bin hier sogar unterwegs mit weißem Gesicht und Glatze. Rechts neben dem MG war noch ein Spieler. Krabbeln. Wer das war? Da steht er mal. Also, was soll ich QVP? Go back to that carry that's locked. It's closest. Carry behind it. Hey, kriegst du. Was ist jetzt hoch?
Feuer ist weg. So gut, einer von euch, der Martin, ist hier eben durchgerannt. Das waren irgendwie 4 MPs, die irgendwo rumgekämpft haben, haben alle auf ihn geschossen, alle irgendwie am Boden liegend. Er ist ihnen auf lauter Würmer getreten. Was noch für Tank, ich bin mir nicht sicher. Okay, die wurden hier gerade komplett zerschossen. Das war hart. Das war richtig hart. From time to time. So, let's go back. Oh Mann, ey. Der King Count, der Roleplay total, also der spielt Raja Raja. Einfach mitmachen, damit ich nicht der nächste auf irgendeiner Vote Kick Liste bin hier. Ja. Martin möchte euch mitteilen, dass ich recht hatte. Ich weiß nicht in welchem Bezug, aber ich hatte recht. Ja, warte kurz, warte. Alter, ich hab den Headshot gedrückt. Na, hast du trotzdem noch geschafft, mich zu erschießen. Hast du gerade versetzt? Nee, ich hab einen erschossen. Und als ich den Headshot gedrückt hab, bin ich gestorben. Im selben Moment. Das war gut. 61:11. Ist gut. Typische Runde auf Hill. Just make sure the rest of the squad now. Is it okay if we hide in the trench? You need to hide. Kill the enemy. That's it then. Martin ist gleich tot. Ja,
Mich hat irgendwo irgendeiner gesehen. Huh, wurde ich jetzt weggemacht, ey. Alter, das hat weh. Hier stand übrigens Xbox Game Pass is welcome, deswegen habt ihr hier so viele Controller-Symbole auf der anderen Seite. Das sind alles sehr, sehr neue Spieler noch, zum Teil. Die jetzt ihre ersten Erfahrungen mit Hellelu sammeln. Der Rizzler hat mich dreimal, ich hab ihn fünfmal. Aber er versucht sich auch zu wehren. Verlieren wir wieder Hilfe 100, wir müssen gleich wieder zurück. Oh, Junge! Okay, die haben mich definitiv gesehen, die haben da Auge drauf. Und spawnen. Vielleicht hätte ich den OP da nicht hinziehen sollen. Vielleicht hätte ich den OP da nicht hinziehen sollen, weil der wehrt sich jetzt. Der wehrt sich jetzt, der Punkt. Letzter Spawnversuch? Letzter Spawnversuch. Ich probier's nochmal. Hat das Stationier nicht blockt? Ja, die sehen uns, aber leider, das ist ein schlechter Angriffsweg. Guck mal, Ping ist einer hinter drauf. Nothing. Defense, everybody defense! Wir müssen sofort in die Verteidigung, das ist weg hinten. Yeah, I'm dropping supplies behind. So you can be able to get okay, dann drin wir wieder um. But use your support, get your support to drop supplies as well. Ich hab das Gefühl, die haben irgendwo eine Red Zone gar nicht hier zwischen Esel. Yeah, the problem is we're getting spawned. Wenn wir nach vorne rücken, kommen die von hinten wieder rein. Right guys, everybody fall back. You're not going to defend Hill 400, you've got nowhere to spawn at. So everybody start falling back to Hill 400. Stop attacking Kirchwick right now. Tell your squads, make sure your squads understand. There's too much else going to be perfect. No, turn around. Yeah, do not attack Kirchwick. Hold back or turn around because you're back to the shore. No, we're about to lose it. No, we're going to lose it. I'm going to blame him. Everybody blame Shay. Hier oben sind noch zwei. King. Are they attacking the next point? We need defense on Eselzweig. Yeah, right, all those still at Kirchberg, Bravo, Hotel, Indigo, redeploy it to Junction, Echo, redeploy to Junction. Aktuell, also hier gerade Bewegung beim kleinen Bunker. We need a fast big respawn wave behind our line. Each squad, you need to redeploy. Yeah, come on guys, we need defensive junction. Everybody, we need everybody. They have an air. Bravo, Hotel. Bravo, Hotel, now you can hear me. Redeploy. Let's escape. No, I'm not going to redeploy. We're going to run back here. Negative. I want you to redeploy junction. You're not helping me. No supplies will point. I will redeploy. Because we don't have enough defense at junction. We will lose junction if you put a Gary up. Okay, we must nach hinten gehen. So redeploy.
It's gonna take twice as long. I do not want you to put that Gary up now. Because we're not. Exactly, so redeploy to Junction while he's still got chance. They're all on the next point. Ah, jetzt haben sie uns gut dran gehackt. Nein! Ah, das war's jetzt auf dem Ende. Medic! Medic, please! Danke, thank you. Oh, he didn't actually. It was other people building garage across the supplies rather than him doing it, but anyway. It's a 50-man team, it's not one person's fault. Nine, ah. Oh. You can actually have to swap between support to drop supplies, then go swap to build garage. Ich wollte da schnell rüberlaufen. Okay, wir werden von hinten wieder anlaufen müssen. Ich habe kein OP mehr gekriegt. Ach, schade, ey. Die stehen da schon so gut drin. Wahnsinn. Mit Haku oder gar nicht im Punkt. Ja, wir können mit der Garni noch hochlaufen. Man kommt noch durch. Also wir können noch den Berg uns hochfighten. Junge, die haben das jetzt in einer Tour einfach überrannt. Das ist übel. Jetzt haben wir noch 40 Minuten Zeit, das alles wieder recappen. Das wird hart. Ich laufe jetzt erstmal. Ein schönes Weidestückchen. Ich komme hoffentlich auf die andere Flussseite, bevor das Ding hier komplett dicht gemacht wird. Weil das ist früher oder später nämlich immer der Fall. Und dann kommt man hier nicht mehr rüber. Gegner probiert hier andauernd diesen Double Cap. Sehr interessant. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie wissen, dass die Aim-Technik schlechter sind und versuchen deswegen mehr Fläche zu bekommen. Ich weiß aber nicht, ob ich damit richtig liege. Was für eine Garni-Pussy? Ich kenne keine weitere. Wahrscheinlich im Hardcap dürfte noch eine sein. Jetzt muss ich erstmal in den halben Berg hochrennen, bevor ich meinen Außenposten überhaupt auch nur platzieren kann. Weil wenn ich das Ding zu früh setze, dann müssen alle meine Leute den Berg hochrennen und Berg runter kannst Granaten werfen, Berg rauf kannst du nur schlecht. Okay. Oh Mann. Chillable. Yes, place in. Martin ist mein Squad. Martin, du machst irgendwas, was die Teammates triggert, ich weiß aber nicht genau was. Keine Ahnung. Du zeigst den Gegnern irgendwas oder? Weiß ich nicht genau. Ich hab's akustisch nicht verstanden, war es zu laut. Okay. Martin got two enemy OPs there. Die triggert einfach, dass er weg ist. Ja.
Panzer. Sehr gut gemacht, Martin. Hä? Lol. Danke, Jürgen. Sechspatz hat sich noch einer versteckt hier im Haus. Ich werde denen einfach sagen, du hast Hex, Martin. Ich hab Hex, ja. Bravo. Gute alte Medic, Martin, ist da quer durch den Punkt laufen. Recap gelungen. Alter, wo kämpft der denn noch? Am Baum. Widerlich. Ich hab keine Ahnung, was Martin gesagt hat. They're on the Gary in the north. We need the Gary on point. Baker, your Gary is hot. Oh, enemies are close by. Guys, you have to start using your support to drop supplies. Der fährt gleich in Schussposition. Da kommt von der Seite einer angerannt, vorsichtig. Enemy half-track, north of the point. Enemy half-track, on my mark. Mobile respawn point, be careful guys. Yep. Ich hab hier 150. Wie geht's? Right, Delta, that Gary's hot. Can you just see if you can clear it? 100 meter radius. Trying to search it. Yeah. Using junction. Golf India, I presume your infantry markers are good. In der Tat. Wie sicher ist denn der Cap? Gut gemacht. Oh, wir haben ihre Garnen direkt rausgenommen. Das ist super. Was für ein schnelles Hin und Her. Ich hatte eh das Gefühl, der Gegner. Enemy Girls. Okay, das mal. Die kann da gar nicht mehr stehen, wir haben noch gerade durchgekehrt. Muss weg sein. Wir haben eine neue gestellt, oder? Achso, ja. Enemy. Bomber kommt. When I get this Gary down at Hill 400, everybody to redeploy on it. Jetzt ist der Gegner aber am Rotieren, wir sind jetzt auch nicht so schnell im Rückwärtsgang. Guck mal, ich hab auch schon mal
einziges Hin und Her gerade. Ja, es ist wirklich sehr interessant. Wirklich ein schönes Game. Super schnelles Hin- und Hergewechsel. So if you're at Junction, redeploy on that. And I still want to use Bedding Hill 400 at all times. About 15 seconds. If you've got engineers in the squad with repair tools, just remind them that they can actually repair the tanks if we're close to one of our own tanks that are damaged. Yeah, I try to dismount the tank, but we don't get the track back in our inventory. Yeah. Yeah, it's not always possible for crew to repair, but there's an engineer. No, we don't want to repair it, we want to deinstall it. But we don't can put the tracks back in our inventory. Right, what's the bus gonna stay at Hill 400? All clear right now. We have enemy infantry next to the church. Nearly to my... okay, yes, right. You see it on the map. I'm gonna put a bombing run over Kirchberg. Tell you guys not to move in just yet. Now we've got artillery coming into Fort. 70. Ja, wird so am Ende bei 90 bis 100 Kills wird es am Ende ausgehen, irgendwie sowas. 30 Minuten, 30 Kills. Wenn es gut läuft, ich war zwischendrin irgendwie ein bisschen unkonzentriert, da habe ich ein bisschen wenig getötet. Er liegt nur in jedem Hauseingang, glaube ich. Puh, der hat mich jetzt gut rausgescheppert, ey. 90 Minuten, 90 Sekunden keinen Kill gemacht. Oder habe ich doch welche gemacht? Doch, ich habe zwei gemacht, stimmt ja. Hab ich gar nicht mehr gemerkt. Am OP im Hauseingang liegt irgendwo ein MG, bin ich ihm vorbeigegangen, hat mir voll den Rücken gehalten. Das Haus da, da ist er drin. Oh, der liegt oben drauf. Oh, scheiße. Das darf. Sehr gut. Ja, liegt ja einfach oben drauf, ey. Ich dreh durch. 16er Kill-Serie. Oh, wann habe ich denn die gemacht? Ich weiß von der 15er, aber von der 16er war ich nix. Yeah, this day is just satchel the church at Kirchweg. Ja, bei mir in dem großen Haus ist noch einer drin, Erdgeschoss. Ach du Scheiße, ey. Alles voll. An einer Linie. Ja, rechts im Haus, oh nein! Ja. Ich glaube, die wissen, wo unser Außenposten steht. Auf der anderen Seite ist er halt niemals rot. Wo ist der jetzt wieder? Ich smoke da jetzt alles, mir egal.
Hat aber auch das tot. Ja, ich spawn kaputt mit der Ecke mal alles, die kommen ja andauernd an. Ach nein, bitte nein! Oh, keine Ahnung. Alter, wenn ihr spawnt, guckt euch auf jeden Fall um. Bewegt euch einfach nicht. Es ist so krank. Nicht bewegen, verstanden. Einfach nur mit Auge, ey. Ich werd sofort weggefahren. Ich spawn und bin direkt tot. Oder ich move und bin tot. Wie viele stehen denn da, mein Gott? Wenn ich, immer wenn du einen weg hast, denkst du, es ist safe. Und dann spawnst du, rennst den wieder und dann wirst du vom nächsten abgeknallt. Das ist echt Wahnsinn. Ich will denn das Haus da, Mann? Damit ich den OP sichern kann. Nein, das ist... Hallo, Hilfe! Oh Mann, ich bin wieder tot. Oh, geil. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Was ist denn hier los? Er farmt mich. So krank. Martin, ja, hilf mir. Ja, hilf mir, hilf mir. Los, hilf mir schnell. Ja, jetzt gib mir den Pflaster. Gott, hat er mich gefarmt. Der hat nur gewartet darauf, dass ich hier keine Haare habe. Aber ich habe den gar nicht gesehen. Oh, wo ist der? Ja, ob er ist da drin beruhigt. Ey, zieh mal den PC mit der Wand an links. Ja. Alter, selbe Ecke piekt im selben Moment einfach noch. In Germany it's Kirchenweg. It's Kirchenweg. Or Church, okay. Churchweg. But try Kirchenweg. That's the German pronunciation. OP wird von hinten engaged und von vorne leider auch. Da steht direkt in zwei Feinden. It's called Kirchenweg. Kirchenweg. Right. It destroys my immersion if we don't speak German. Let's starting to talk German. So, wir müssen den Kirchenweg verteidigen. Alle Mann auf Kirchenweg bitte. Oh, this is standard in German. Ich bleib jetzt hier einfach in irgendeiner Ecke stehen und defe hier. Yeah.
carry there. Okay, but enemy behind him. Look at my little field. Too worried about the stage. Ich hab gar nicht hochziehen. Der sitzt immer noch im Haus, vorsichtig. Half-Track südlich. Ist so artig, hilf bei uns in der Half-Track. Trifft sie was? Ja. Sehr gut. Dann weißt du, dass sie Aim hat. Half-Track ist tot. Er hat mich diesmal auch getroffen, war ein guter Schuss. Haben wir unseren Medic hier? Ich pack unseren Außenposten in die Arti. So, das Ding ist safe. Ja, keine Ahnung, wir sind tot. Ich weiß jetzt nicht, wie das passieren konnte. No problem, you hit us. Can you starting shooting again? Enemy tank, heavy tank, exactly on my mark. The German Panther should be careful. There's a tank on your left. Ich habe die Artillerie gebeten, weiter auf unseren Außenposten zu schießen. Sie denied es und möchte nicht mehr auf uns feuern. Ich hätte wohl nach hinten gehen müssen und die Arti wirklich instinktiv darum bitten, mich weiter auf unseren OP zu feuern. Ich möchte, dass ihr das ultimative Spielerlebnis in Hell and Loose habt. Ich werde wohl nur auf die 90 Kills kommen, nicht mehr auf die 100. Die haben mir ganz schön hart gegeben jetzt am Ende noch. War jetzt übel. Außen fast noch Ding. Ja, das ist. So. Ja, da krabbeln sie alle jetzt schon wieder. Oh. Hinlegen und krabbeln ist so doof. Da komme ich immer nicht an die ran. Ach, ich hätte gerne so glatte 100, ey. Das wäre echt heute ein feines Ding, wenn ich die glatten 100 kriegen würde. Aber ich glaube, die Runde ist vorher vorbei. Hey, warum kann ich meine. Wieso kann ich meine Waffe nicht mehr wechseln? Ich wollte zum Außenposten wechseln, das ging nicht. Yeah, I'm trying to run into it. Can you wait a little bit? Yeah, I'm holding off and firing for now. No, no, you should fire on me. I need it. No, 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 it's just a joke. Don't shoot on me. Die eigene Art zu fallen. Ich habe die Artillerie gebeten, damit die Immersion ein bisschen erhöht wird, weiterhin auf uns zu schießen. Er wird bald wieder auf uns feuern. Aber mit Nebelgranaten.
Nein, mit HI. Nein, ich möchte von 6 Artillerie beschossen werden, nicht nur von 3. 3 sind mir zu wenig. Nicht schießen, das ist ein freundlicher Kommandant. Keine Feuerfreigabe, Shape, keine Feuerfreigabe. Digga, wie halten die denn ihren Punkt? Ja, steht einfach da jetzt also. Weil das würde ich da aus. Ja, hat gewartet, das war auch eine Fläche war. Okay, GG. Ja, das ist wirklich GG. Also ich werde nicht mal die 90 Kills erreichen, weil die Runde einfach vorher vorbei ist, aber wir können so tun, als ob wir 90 hätten, weil die 3 Kills hätte ich jetzt in den letzten 13 Minuten auch noch gemacht. Vielleicht mache ich die sogar noch. Vielleicht erreicht sogar noch die 90, aber die 100 werde ich nicht mehr hinkriegen. Ja, come on. 87, der war nicht mal mein Kill, der Typ. Ja, die Runde ist vorbei, bevor ich hier noch irgendeinen wegschieße. Ist ein bisschen schade, aber gut, am Ende noch gut gedreht. Und jetzt sogar der Sieg. Das ist auch ganz nice. So nach so langer Spielzeit ist das auch völlig legitim. Kann man machen, ist jetzt 1 Uhr nachts, ich habe um 12 angefangen, kurz vor 12, war eine harte, lange Runde, aber perfekt für eine Freitagsrunde, würde ich mal sagen, deswegen gönnt euch, habt einen schönen Abend und lasst uns noch eine Runde Halleluja spielen, ich war der ganze Tag auch wieder mit dabei sein, wer mich sieht, good shoot, ich hoffe für euch, dass ich nicht euch vorher sehe, enemy artillery is shooting again on my outpost, I'm happy. Artillery's just been dealt with. I am unbelievable happy. I like it. Please don't kill them. The funny thing is the people in my squad say stuff like this. GG. So, war ein schönes Spiel. Wir haben gewonnen. Nice. Bock gemacht. Jetzt promote ich noch jemanden. Shape war wirklich sehr gut. Der kriegt auch noch hier Promotion, aber der ist schon Level 500. Ja. Aber gut gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.